Hallo ihr Lieben, Sommerzeit ist Erdbeerzeit und deshalb habe ich heute diesen fruchtigen Naked Cake für euch mitgebracht. Gefüllt ist er natürlich mit ganz viel Erdbeeren, einer lockeren und fruchtigen Mascarpone-Creme und einem fluffigen Schokobiskuit. Der ist überhaupt nicht schwer zu machen und wir starten mit dem Schokobiskuit. Dazu gibt ihr als erstes Eier, Zucker, Salz und das Vanillezucker in eine Schüssel, rührt das einmal um. Und dann wird das Ei auf etwa 38 Grad auf einem Wasserbad erhitzt. Hierbei ist wichtig, dass die Schüssel auf jeden Fall hitzebeständig ist und die darf nicht das Wasser berühren. Also es reicht eine Pfütze mit Wasser, das bringt ihr zum Kochen. Darauf stellt ihr dann die Schüssel und unter Rühren erwärmt ihr das Ei einmal. Ihr könnt das ganz leicht mit dem Finger fühlen, es muss einfach ein bisschen wärmer als eure Körpertemperatur haben. Das Ei wird jetzt aufgeschlagen für mindestens 10 Minuten. Je länger, desto besser. Also die Masse, die sollte sich auf jeden Fall verdoppelt haben und richtig schön weiß schaumig sein. So wie ihr das hier bei mir seht, so sollte das auf jeden Fall aussehen, denn nur so kriegt ihr einen super Biskuit hin. Wenn die Eier fertig sind, mischt ihr die trockenen Zutaten, das ist Mehl, Backkakao und Speisestärke. Und das wird dann in zwei Teilen zur Masse gesiebt. Beim Unterheben benutze ich nur einen Spatel. Ihr könnt auch einen Schneebesen nehmen, das klappt auch wunderbar. Und dann hebt ihr das vorsichtig und mit ganz viel Liebe unter, bis sich das ganze Mehl gut verteilt habt und ihr keine Mehlnester mehr habt. Wenn das Mehl komplett verteilt ist, gebt ihr die Butter dazu. Die sollte auch nur noch warm sein, nicht mehr heiß. Und auch diese hebt ihr vorsichtig unter. Hier werdet ihr merken, dass die Masse ein bisschen zusammenfällt. Das ist aber normal. Und dann ist die Masse auch schon fertig. Ich schlage jetzt noch meinen Tortenring ein. Der ist auf 18 cm gestellt. Und zum Einschlagen gebe ich immer ein Stück Alufolie unter das Backpapier, weil das einfach viel besser zusammenhält. Ich kriege das sonst nicht hin, dass meine Springform zu bleibt, beziehungsweise das Backpapier. Und ja, ein kleiner Tipp für euch, falls ihr auch das Problem haben solltet. Und dann einfach um den Ring drum rumschlagen, so dass das richtig schön fest ist. Dann füllt ihr die Masse rein, streicht die einigermaßen glatt und dann kommt das Ganze auch schon in den Ofen. Nach der Backzeit auf jeden Fall die Stäbchenprobe machen, einfach mit dem Holzspieß reinstecken in die Mitte und wenn nichts dran kleben bleibt, dann ist der fertig. Dann gebe ich den auch direkt auf dem Abkühlgitter und löse auch mit einem glatten Messer direkt den Tortenring, damit dieser einfach schneller auskühlt. Während der Boden auskühlt, können wir schon mal Erdbeermus herstellen. Und dazu habe ich 200 Gramm Erdbeeren genommen. Die restlichen Erdbeeren habe ich für die Füllung und auch für die Deko genommen. Die Erdbeeren werden natürlich gewaschen, entstrunkt und dann habe ich die in kleine Stücke geschnitten und in einen Topf gegeben. Ihr könnt im Übrigen auch für das Erdbeermus TK-Erdbeeren nehmen. Auch geht natürlich super. Zum Füllen und zum Dekorieren nehme ich grundsätzlich frische. Dann gebt ihr jetzt etwas Zitronenkonzentrat oder den Saft einer halben Zitrone dazu und auch das Wasser. Das wird jetzt einmal aufgekocht und dann, das war nicht lange, für etwa 3 Minuten kurz köcheln gelassen, so lange bis die Erdbeeren schön weich werden, denn dann werden diese püriert und dann wird die Masse erneut aufgekocht. Ihr könntet das auch direkt pürieren, aber ich mache es lieber, wenn die weicher sind, dann klappt es einfach besser. Ja. Wenn es püriert ist, wie gesagt, einmal nochmal aufkochen, dann kommt Zucker und Speisestärke hinzu, mit einem Schneebesen schön unterrühren und dann für eine weitere Minute nochmal leicht köcheln lassen. So lange, bis die Speisestärke gut gearbeitet hat und ihr merkt, dass die Masse fester und dickflüssiger wird. Solltet ihr wie ich noch Speisestärkereste haben, dann einfach nochmal mit dem Pürierstab durchgehen, solange bis diese verschwunden sind. Und dann muss die Masse komplett auskühlen. Bevor wir die Creme herstellen, habe ich noch die Erdbeeren gewaschen, entstrunkt und in kleine Stücke geschnitten.
Dann wird die Sahne mit dem Vanillezucker kurz verrührt und dann gebt ihr das Sahnesteif hinzu und schlagt die Sahne steif. Dann wird die Mascarpone mit dem Spritzer Zitronenkonzentrat oder ihr könnt auch den Saft einer halben Zitrone nehmen. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt, ich nehme lieber Zitronenkonzentrat, weil das ist einfach länger haltbar. Bei mir werden die Zitronen immer schlecht, bevor ich sie irgendwie benutze. Deswegen benutze ich lieber die Methode. Und Puderzucker kommt auch hinzu. Das verrührt ihr einmal kurz, nur so lange, bis sich alles verteilt hat. Und dann gebe ich 2 Spatel von der steif geschlagenen Sahne dazu, verrühre die auch noch mal ganz kurz und die restliche Sahne wird dann von Hand untergehoben. Der Kuchen ist mittlerweile, beziehungsweise der Biskuit ist mittlerweile ausgekühlt. Ich entferne vorsichtig den Boden und schneide den dann in 3 Stücke. Dazu gehe ich einfach mit einem Messer, markiere mir erstmal die Stellen, wo ich den Biskuit teilen möchte, fahre dann außen rum und markiere mir quasi erstmal mit dem Messer die Stelle, wo ich durchfahren möchte und gehe dann langsam unter ständigem Drehen des Biskuits durch die Mitte. Und so kriegt ihr wunderbar glatte Böden geschnitten. Bei mir hat sich eine Kuppel gebildet, die schneide ich auch weg und die könnt ihr jetzt entweder so essen oder ihr friert das Ganze weg und macht beim nächsten Mal leckere Cake Pops daraus. Jetzt starten wir mit dem Stapeln der Torte. Ich habe einen separaten Spritzbeutel für das Erdbeermus genommen, das ist auch mittlerweile erkaltet. Das habe ich schon mal reingefüllt und dann habe ich einen weiteren Spritzbeutel für die Creme genommen mit dieser Tülle hier. Das könnt ihr ganz gut über einen Messbecher stulpen und so könnt ihr die Creme besser einfüllen. Bevor ich den ersten Boden auf die Platte gebe, gebe ich immer ein bisschen Creme drauf, einfach damit die Torte nicht so verrutschen kann. Und dann fange ich mit der Creme an. Ich gebe einmal außenrum einen Ring mit Tupfen und in die Mitte gebe ich etwas weniger Creme. Ja, das war um die von der Höhe her die Hälfte weniger wie außen, denn da kommen jetzt noch die Erdbeeren drauf gleich, aber vorerst nehmt ihr euch dann das Erdbeermus und spritzt das um die Tupfen rum. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr am Rand nicht zu viel Masse spritzt, denn sonst läuft das nur so runter. Also da müsst ihr so ein gesundes Mittelmaß finden. Das klappt aber ganz gut, denn das ist ziemlich dickflüssig und bleibt auch irgendwann dann stehen. Ja, in die Mitte fülle ich ordentlich Erdbeeren und dann kommt der zweite Boden oben drauf und mit der zweiten Schicht fahrt ihr genauso fort. Obendrauf spritze ich nur Tupfen und auch da kam noch das Erdbeermus zum Einsatz. Da habe ich das genauso gemacht wie in den Zwischenböden und zur Deko habe ich dann in die Mitte noch ein paar Erdbeeren gesetzt. Die Torte sollte jetzt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die ordentlich durchziehen kann und noch mal ein bisschen fester wird, weil wenn ihr die jetzt schneiden würdet, dann wird die wahrscheinlich auseinanderfallen. Also gebt die auf jeden Fall noch in den Kühlschrank. Bestenfalls sogar über Nacht, nur dann würde ich euch raten, die Erdbeeren am nächsten Tag frisch draufzusetzen, also die Deko-Erdbeeren. Denn wenn der über Nacht im Kühlschrank ist, dann kann der richtig schön durchziehen. Die Böden werden viel saftiger, weil die Sahnecreme da schön einzieht und der ist einfach viel schnittfester.
Bei mir war der jetzt nur 2 Stunden im Kühlschrank, hat auch wunderbar geklappt, aber am nächsten Tag, es blieb noch was übrig, hat er einfach viel besser geschmeckt. Was ich generell bei Torten immer finde, wenn die einen Tag im Kühlschrank ziehen konnten. Ja, und hier zeige ich euch natürlich den Anschnitt, den enthalte ich euch nicht vor. Und da könnt ihr sehen, wie schön die auch von innen aussieht. Und so fruchtig, wie die aussieht, so war die auch. Also ein richtiger Sommertraum. Vielleicht zählt ihr zu den Glücklichen, die im Sommer Geburtstag haben und sucht noch nach einer leckeren Torte oder einfach nach einem richtig schön fruchtigen Sonntagskuchen. Dann probiert den auf jeden Fall mal aus. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr probiert den mal aus und lasst mir auf jeden Fall euer Feedback da. Sollte mir irgendwie ein Fehler passiert sein im Video, was schon mal öfter vorkommt, dann könnt ihr mich gerne darauf aufmerksam machen. Ich korrigiere das dann in der Infobox. Im Video geht das leider nicht mehr. Deswegen schaut in jedem Video, falls ihr einen Kuchen nachbacken wollt, auf jeden Fall vorher in der Infobox nochmal vorbei. Da korrigiere ich dann halt, wie gesagt, meine Fehler. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und sag bis nächstes Mal. Ciao!